Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Atze und Tour hier im ATS. Ja, wie ihr sehen könnt, tara, ich habe hier zugeschlagen. Ja, ich habe hier eine leerstehende Garage, die eigentlich in einem Top-Zustand ist, übernommen. Hat sich so angeboten, Nägel mit Köpfen gemacht, bin ja schon seit ein paar Tagen, beziehungsweise ich bin jetzt hier in Las Vegas und nicht in Prim, wo ich ja vor 4 Tagen abgeliefert hatte. Ja. Und dann hatte ich da was gesehen gehabt online und die Garage wurde angeboten und ich jetzt so jetzt oder nie und ja hingefahren, mich mit dem Besitzer beziehungsweise erst mit dem Makler mich ein bisschen auseinandergesetzt und dann ging das eigentlich ja sehr schnell vonstatten hier. Ja, und jetzt habe ich hier einen weiteren Standpunkt in Las Vegas. So sieht's aus. Ja, ich habe gar nicht lange überlegt und gesagt, komm, machst du das? Mit der Kohle hat es auch so weit geklappt gehabt und ja, alles ein bisschen eng geworden jetzt, aber naja, gut, komm. Haben wir es jetzt gemacht und ist der Drops gelutscht. Ne? Wir wollen ja, wie gesagt, investieren, ne? Und größer werden. Nach und nach. Und irgendwann muss man ja den Anfang machen oder zumindest das alles umsetzen, was man sich so vorgenommen hat. So, jetzt werde ich natürlich hier zusehen. Vielleicht hier wird das heute und hier und jetzt nicht klappen, jetzt Personal so schnell zu finden, aber ich halte mich dran. Wie gesagt, habe da schon eine Ausschreibung drin im Online und in gewissen bei vielen, bei einigen Portalen und ja. Ich denke mal, Truck Headquarters. So, meine Güte nochmal. Schwierig. So. So, hier ist die vorige Garage. Die wird natürlich noch ein bisschen umgepimpt hier. Ja, wisst ihr ja, kommt jetzt Arzt Logistik drauf. Und ja, wird ein bisschen dauern. Ja, aber da ist eine Woche, zwei bestimmt, bis das alles soweit ist. Und dann läuft es. Zumindest haben wir schon ja alles soweit dran. Tanken können wir da, also alles gut. Sogar eine große Garage. Ja, die Annonce war, glaube ich, erst, weiß nicht, keine Woche drin. Also, ich habe da echt Glück gehabt, dass ich jetzt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. So viel dazu. Ich habe auch schon eine Mail bekommen jetzt vom Kunden, beziehungsweise ja, von einem potenziellen Kunden jetzt, wo ich jetzt gleich laden könnte in Las Vegas, muss gleich noch mal reinluschern. Ja, und ja, was soll ich sagen, Leute, in der Zeit, sage ich jetzt mal, bis das soweit ist, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo sehr freuen. So viel Zeit muss sein. Und auch über konstruktive Kritik oder Lob oder Verbesserung, wisst ihr ja, kann ich immer und immer wieder sagen. Wie gesagt, weil ich, ja, man will sich ja verbessern und irgendwas gibt es immer und schreibt es einfach rein. Und ja, ist mir dadurch sehr geholfen. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus natürlich für euren Support, ne, der sensationell ist. Und natürlich viel Spaß bei dieser Folge, die jetzt gleich startet. Let's go! So. Okidoki, na dann. Mal anschnallen, Leute. Volley starten. Please proceed to the highlighted route. So. Und ja, das ist unser Auftrag. Der gerade abgecheckt gehabt hier. Das ist ja reingekommen. 18 Tonnen Leerpaletten. Es geht nach Page zum Wollmarkt. Und eigentlich ganz von der Zeit her ganz ordentlich, 14 Stunden, 52 Minuten habe ich Zeit. Und wird das wird mit 1502 Dollar brutto verrichtet, also vergütet. Und ja, wir haben jetzt kurz vor 7 und ja, alles soweit taco, sag ich mal. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir zu
zum Kunden kommen. Sind 9 Meilen dahin. Ja, schauen wir mal. Ja, das Tor ist hier noch auf. Ist ja so eine Art Hausmeister. Das ist alles hier mit inbegriffen. Der schaut da so hin und wieder mal rein. Hat auch die Schlüssel dafür. Also alles soweit Taco. So also habe ich das alles ein bisschen so im Griff. Weil allzu oft will ich ja nicht hier auffahren, ne? Aber nun gut. Turn right. Wenn ich dann wieder hier vorbeikomme oder irgendwie jetzt sich was ergibt, meine Stellenausschreibung, dann ja, muss ich wohl da wieder zurückfahren. Zumindest haben wir hier eine Niederlassung, einen Standort quasi und alles gut. Ich brauche nur ein paar Leute. Viel von meinem Kapital ist ja nicht mehr da. Ich könnte jetzt geradeaus mein Kapital verbessern oder verschlechtern, indem ich da, ne, ihr seht ja da geradeaus Besuch abstatte, aber nein, da bleiben wir mal weg vom Casino und ja. Denn eher habe ich dann alles weg, bevor ich da irgendwas dabei rauskommt. Naja gut. Hotel ist bestimmt auch nicht gerade günstig dort, aber naja. Da ist drum. Von außen sieht das alles immer sehr nett aus, ne? Ja. Ja, also sind 260 Meilen dorthin nach Page. Also wir fahren dann in den Bundesstaat Arizona, wir sind jetzt in Nevada quasi und ja. Keep to the left. Jawohl. And then turn left. Vollbremsung, ja. Mann. Ach, links muss ich. Oh, gut, dass ich das auch merke jetzt hier. Und ja, sind 260 Meilen oder roundabout 418 Kilometer. 19 Tonnen an Paletten da. Mich jetzt mal beladen lassen. Meine berühmt-berüchtigten Paletten. Ja. Turn left. Ja, das war so ein Zufall mit der Garage. Das war echt ein Zufall. Gut, dass hier vom Prim hier nach Las Vegas, also sind knappe 40 Meilen, also das war natürlich von Vorteil. Wenn ich jetzt weiter weg, dann weiß nicht, ob ich es dann noch gemacht hätte. Ja, ich zu weit weg gewesen wäre nicht wahrscheinlich, aber so ja, kann man machen. Geht weiter. Ich will gar nicht bremsen brauchen. Ja. Tacken zu schnell wieder. Mitten in Las Vegas.
right. And then turn right. Turn right. So. Mein Canvas ist auch mittlerweile in Ordnung. George kann ja wieder weiterkurven mit dem Canvas. Ja, war irgendwas mit der Elektrik. Keine Ahnung jetzt genau was. Hat er sich auch nicht jetzt so spezifisch jetzt erklärt. Aber ist egal. Das läuft. Wieder alles. Das ist die Hauptsache. Keep to the left and then turn left. Turn left. Das ist die Hauptsache, Leute. Auch gleich da. Ja, ganze Berufsverkehr normal, ne? Willst du machen. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Und dann können wir dann direkt Gummi geben. Wenn wir zeitnah beladen werden, Paletten, das sollte ja, sage ich mal, erfahrungsgemäß ja schnell über die Bühne gehen. Und ja. You have arrived at your destination. Jo, dann wollen wir doch mal uns anmelden, dass wir hier vorankommen. Und ich sag da mal, bis gleich mal. So, Leute. Ich habe mich schon soweit hier eingedreht hier. Ein bisschen tricky hier das Ganze. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. So. Ja, ein bisschen müssen wir noch, ne? Yep. Sind im grünen Bereich. Gefällt mir, sieht gut aus. So. Dann heißt es jetzt laden. Keine Zeit verlieren. So, keine Zeit verlieren, sagte ich, ja. Und ja, hängt ja jetzt nicht mehr von mir ab im Moment, sondern die Leute, dass sie mich jetzt hier beladen. Und ja, wir schauen mal. Okidoki. So, bin jetzt schon hier mitten bei der Abfahrtskontrolle. So, hier ist auch alles Taco. So, sieht's hier aus, Lichter waren okay. Ja, okidoki. Weiter geht's hier. Mit Jax. Ja, ich bin ein bisschen hier vorgefahren. Aber da sonst ein bisschen zu eng, ne? Für mich. Konnte man sich ja gar nicht bewegen. Also als solches. So. War jetzt soweit auch Taco hier. Yep. Ja. Ja. Okidoki. Verbindung nochmal checken, hatte ich schon, aber nochmal gucken hier.
So. Auch alles soweit gut. Yep. Okay. Ah, Lichter auch soweit. IO. Dann können wir ja. Jetzt hier loslegen, so langsam, aber sicher. Genau. Dann wollen wir mal, Leute. Schauen wir uns mal die Tour an, bevor wir das hier vergessen, ne? Oh, 260 Meilen, wie gesagt. Geht jetzt hier hoch auf der 15. Dann geht es weiter. Können wir hier vielleicht Pause machen, mal gucken. Dann durch St. George durch. Bleiben wir auf der 15. Und wechselt dann hier kurzweilig auf die 9, dann auf die 59 und geht's weiter auf die 389, 89A, whatever. Und ja, auf die 89 dann. Und dann sind wir auch in Page angekommen. Wieder dann in Arizona. Ja. Grenzbereich Arizona, ja. Aber gut, so weit, so gut. Jetzt müssen wir nur sehen, wo wir ihren Puls einlegen. Ja. Vor St. George oder nach St. George. Da wäre schon eigentlich schon zu viel des Guten. Machen wir hier. Ist egal. Komm, 82 Meilen ist ja nicht viel, ne, oder? Nee. Da keine Möglichkeit irgendwo. Was ist denn hier? Könnten wir hier so rauffahren? Ja, da haben wir schon fast die. Naja. Naja. Naja, naja, naja. Okay, machen wir da. Komm, überredet. Da, komm. Machen wir jetzt Please da. proceed to the highlighted route. Okay. Wie geht's los? Ohne 45er da an Päuschen und alles gut. Hoffentlich lassen die uns jetzt hier durch. Halte ich zwar für ein Gerücht, also freiwillig bestimmt nicht. Turn right. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen mehr eng das Ganze. Ja, wie gesagt, sehr viel Verkehr. Aber wenn wir uns so ein bisschen so reinmogeln, ich muss ja nur hier mich ein bisschen eindrehen. Ja, dass sie kurzzeitig ein bisschen stehen bleiben, das wäre ja nicht schlecht, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Ja. Wäre nicht schlecht, aber die machen es nicht. Aber die machen es nicht, Leute. Ja, danke für nichts, Leute hier. Ja, der Verkehr, sehr nett. Hätte mal einer stehen bleiben können, hätte ich ja besser wenden können. Keep to Nein. the right and then turn right. Aber es geht auch so. Kein Problem. Turn right. Es geht auch so. Sensational, ja.
der Blinker ausgegangen. Ist so. Keep to the right and then turn right. Turn right. Ja. Jetzt aber. Komm jetzt. Bitte. Oder nicht, bitte. Casino. Oh, doch vorhin schön so vorbeigefahren, ne? Alles gut soweit hier. So. Hoppala, sorry. Aber jetzt. Ja, ich freue mich richtig, dass das geklappt hat, ey. So mit dem, mit der Garage. Toll. Echt toll. Sind wir mit ein paar Mitarbeitern jetzt noch. Wenn das klappen würde. Wäre natürlich schön, wenn die dann auch einen eigenen Truck, also Zugmaschine hätten. Das wäre gut. Und einen Trailer hatte ich schon gedacht. Oder zwei gebrauchten. Ja. Das wäre auch noch drin. Aber jetzt, ja. Ja, müssen wir vielleicht welche mieten, also leasen oder sowas. Aber erstmal schauen, dass es mit dem Personal klappt, ne? Dass wir da einstellen können. Wäre schön. Also erstmal ein, zwei Leute ja, kriegen könnten, gute Leute. Ja, ist schwierig, aber ja, manchmal auch nicht. Vergibt sich das so. Truck Wash hier. Oh. Haben die geschlossen oder scheiße, ich habe jetzt keine Zeit. Jetzt hätte ich den hier gewaschen. Jetzt war ich ein paar Tage hier und bin eigentlich zu nichts gekommen, ehrlich gesagt. In Vegas. Eine sehr pulsierende Stadt, muss ich sagen. Also. Keep to the right and then turn right.
Da ist der 24/7 ICH live, du. Mein Gott. Für jemand, der so nicht dran gewöhnt ist, kann das anstrengend sein. Oh ja. Aber ich habe mich ja so erstmal nur um meine Dinge hier gekümmert, also hatte für nichts anderes jetzt, ja. Weder Zeit noch das nötige Kleingeld. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, man guckt sich das ein oder andere Gebäude an, von außen natürlich, ne, aber. Ja, aber das war's dann auch schon. Ein paar Bilderchen gemacht, aber dann ist gut. War ja nicht das erste Mal, dass wir in Vegas waren, nur ich hatte jetzt diesmal ein bisschen mehr Zeit. Deshalb. Sonst habe ich angekommen, geladen, vielleicht ja, 5-6 Stunden da geschlafen und dann wieder geladen und weg. Und jetzt hatte ich natürlich ein paar Tage ja, ein bisschen Luft. Ne? Ja, halt durch die Garage, ne? Die, also unseren Standpunkt, den wir jetzt hier uns gesichert haben. Das ist natürlich supi. Ja, ansonsten, wer gerne zockt, ja, auf nach Las Vegas. Hat man mal gesehen, ist okay. Abgehakt. So, jetzt geht's nach Page. Nicht so weit nach rechts fahren. Jetzt werden wir nicht übermütig. Die haben genug Platz, die Kollegen hier. So, jetzt sind wir in Arizona schon angekommen. Jetzt ist es eine Baustelle. Ne? Geil. Immer wenn ich ein bisschen das Tempo erhöhen möchte, kommt irgendein Hindernis von mir. Ja, ist supi. Auf 55. Und dann fahre ich ja noch easy teasy. Aber ein bisschen jetzt hier. Okay. Jetzt ein bisschen hoch jetzt hier. Sind jetzt auf 51 oder 52. Wahrscheinlich muss ich gleich das Tempo wieder verringern, weil die Kurven gleich auch ein bisschen anstrengend sind jetzt oder schwer zu nehmen sind natürlich. Aber im Moment habe ich die Geschwindigkeit, falls es gleich wieder ein bisschen hoch geht, braucht man ein bisschen Schwung, ne? Jetzt geht es ja noch. Jetzt geht es ja wieder abwärts. Ein bisschen abwärts. Habe ich auch schon gewartet. Lange nicht mehr so ein Erlebnis gehabt hier. War das hier, ne? Ist das eine Wegestation oder was? Weiß es nicht. Navigation resumed. Ja.
Ah, das liebe ich auch, ne? Ehrlich. Ja, ist gut, der Inka kann jetzt ja. Haben wir soweit alles? Ja. Verzögerung hier, echt. Jetzt hier den ganzen Verkehr hier auf. Sozusagen. Ja, ich bin zu schnell, ja, ich weiß. Ja, ich reduziere schon meine Geschwindigkeit. Aber ich muss ja irgendwie jetzt auch wieder Schwung kriegen, ne? Ein bisschen, ne? Oder soll ich jetzt. Sollen die mich hier alle anschieben oder was? Nur kaum, ne? Unter die Papiere sehen, weil ich geladen habe, macht da Dingen auf. Hier der Stratege da an der Waage. Ja, sieht, dass das Paletten sind. Ich meine, wenn das ganze Ding voller Paletten ist, ne? Ja, 18 Tonnen, dann ja. Was anderes habe ich da nicht drin. Schon komisch. Oder lustig, sagen wir mal so. Manchmal echt lustig. Aber nun gut, deshalb hat sich das alles ein bisschen hinausgezögert. Aber wir haben es ja hingekriegt, ne? Beschleunigen können wir schon. Denke ich mal. So. Okay. So. Was ist da vorne los? Ampel.
Die Ampel ist da vorne los. Ja. Was sonst? Nun fahr doch. To the right, and then turn right. Oh, sie ist an mir abgesoffen. Meine Schuld. Turn right. Ja. Sofort. Den schon mal weg von uns. Das ist schon mal etwas. Hier hoch. Jetzt glaube ich auch länger nicht mehr geregnet, ne? Sehr vertrocknet also so. Ja. Dann halten wir mal hier, ne?
eine Baustelle. Ja, machen wir erstmal hier Motor aus, bis das hier weitergeht. Ja, kann noch ein paar Minuten dauern, ne, wie man sehen kann. Jo. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. So. Da geht's jetzt weiter. Ja. Sehr gut. Arbeitet doch keiner hier oder was? Das ist auch geil. Dann wird sie nie fertig, wa? Gleich unser Päuschen, ist ja nicht mehr so lang hin. Orientieren hier, dass wir auch hier einsehen können in die Kreuzung hier, was hier Sache ist. Keiner will wieder fahren. Das ist ja, ich finde das immer geil. Alle stehen da rum, keiner kann will fahren. Ja, Roadrunner, hau rein da. Dann fahre ich mal. Tut sich sowieso nichts. Alle stehen rum. Warten auf schönes Wetter, was wir schon längst haben. Ja. Haben wir es noch? Schauen wir hier kurz auf die Karte. Ah, 16 Meilen. Insgesamt noch 71. Ja, ist doch gut. Dann können wir dann unsere wohlverdiente Pause machen.
mal sagen. Keep to the right and then turn right. Da ist ja unser Roadrunner. Turn right. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alles hier. Ist auch hier natürlich. Keep to the left and then turn left. Hier können wir doch jetzt turn hier left. Hier rein. Er lässt mich, okay. Wollen wir einmal hier rumfahren oder wie sieht's aus hier? Ja, ne? Oder? Navigation resumed. If possible, please turn around. Ja, ja. Da hinten können wir, oder da vorne. Können wir sehen, wie wir wollen. Ne? Hier PKWs und hier können wir dann. Und hier, ja. Wenn wir ein Plätzchen frei haben, heißt das, ne? Haben wir da? Ja, ne? Sicher das, ne? Aber natürlich. So, können wir uns dann irgendwo da schön reinsetzen. Hauptsache wir stehen, ne? Und stören niemanden, ne? Richtig? Sieht ein bisschen. Könnte problematisch werden. Vorfahren hier. War doch nicht so suboptimal hier reingekommen hier. Hauptsache, wir sind erstmal drin hier und dann ist alles gut. Genau. Navigation resumed. Nehmen diesen Kenworth. Okay. Okay. Das sagte ich schon, ne? Ja. So, machen jetzt hier eine Pause. Eine kleine. Allzu lang haben wir es ja nicht mehr oder zu weit. Deshalb, ja. Machen wir eine Stunde, dreiviertel Stunde Pause. Sind ja sehr gut in der Zeit. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Okay. So. Päuschen ist vorbei. Wollen wir mal einsteigen hier.
Okay. So. Alles soweit gut. Alles soweit gut. So, die restlichen, weiß ich nicht. Was war das jetzt nochmal? Was haben wir jetzt noch? 57 Mal. Ja, die hauen wir uns jetzt rein. Und dann hätten wir das mit unserem Palettchen. Und dann war die ordnungsgemäß hier abgeliefert. Fristgerecht. Haben wir ein Käffchen getrunken, alles gut. Navigation resumed. If possible, please turn around. Turn left. So, dann schauen wir mal hier. So. Lasst ihr mich jetzt hier nicht durch, Kollegens. Ja, du musst schon fahren, Junge. Du musst schon fahren. So komme ich nicht rum. Das war nett gemeint, aber hättest 5 Meter weiter zurückbleiben müssen. Oh, jetzt kommt die Polizei auch noch. Oh Gott, ist er da? Ja, komm, fahr doch. Ja, was ist denn jetzt? Ist mir egal. Sollen sie jetzt fahren? Oh, ich komme nicht. Jetzt der nächste Stratege. Junge, 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 Junge. So, dass wir in Fahrt kommen jetzt hier. So ein bisschen. Jetzt die Reststrecke jetzt kommt jetzt nichts, keine großartigen Überraschungen jetzt auf mich zu, dass ich jetzt hier durchziehen kann. Ne? Wäre ja nicht schlecht von der Sache her. Knappe 30 Meilen, das ist ja nicht mehr so viel. Och nee, ne? Schon wieder.
Navigation resumed. Ach ja, scheinbar schön dran gemacht jetzt hier. Vor lauter Schreck. Leute, wollt ihr mich jetzt hier ärgern oder was hier? So. What's going on here? Hä? Guck, guck. Keiner da? Ah, Halleluja. Ja. So, da haben wir es. 36 Tonnen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Danke. Das zweite Mal jetzt schon. Oh, wollen wir warten. Was soll man wetten, dass der jetzt auch nicht gefahren ist? Jetzt bleibt er da stehen. Aber geht's noch, Leute? Ich kann's doch fahren, Junge. Hast du Platz gehabt? Mann, ey. Auf die letzten Meilen, ne? Ah, die Leute, ey. Ja, ich weiß. Fahr doch schon langsamer. In 200 meters, turn left. So. Du hast über eine Meile noch. Dann hätten wir das erledigt. Continue straight. And then turn right. Da ist es doch schon, der Walmart. Ah, Mann. So, haben wir's. Ein paar Meter noch. Turn right. You have arrived at your destination. Okay, dann wird der Ärzte sich mal jetzt anmelden und dann wäre dann dieser Drops erstmal gelutscht, ne? Okay. Okay, jetzt Tor zugewiesen bekommen und dann wollen wir uns mal reinsetzen auf Tor 1. War das doch, glaube ich, oder? Ich denke. Jo, Tor 1 war das. Naja, gut. Ja, schauen wir mal jetzt hier. Zurückfahren, eine Runde. Vorfahren. So, Leute. Dann
hätten wir das dann gleich erledigt. Jeppa. Okay. Ja. Müsste eigentlich so reinkommen jetzt, ne, oder? So. Ja, alles gut soweit. Geht ja nicht jetzt hier schön parken, sondern da ich auch gut ans Tor dran gekommen bin. Wo bin ich ja jetzt? Alles gut. Sehr gut. Da haben wir jetzt 7:45. Sehr gut, alles supi. So Leute, dann hätten wir das jetzt auch schon erledigt gehabt. Wir sind jetzt im Page und ja, ein guter Tag soweit, kann man sagen, oder gute Tage bislang mit unserer neuen Niederlassung hier in Las Vegas. Und ja, alles gut, haben eine Tour gekriegt, ne, die ja nicht allzu schlecht vergütet ist. Und ja, alles soweit Taco. Kann von mir aus so weitergehen. Hey, nichts dagegen. Okay, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei den nächsten Folgen hier wieder mit am Start seid, mit ATS, also im ATS oder im ETS, whatever. Wäre supi. Also in diesem Sinne, haltet die Stoßstangen sauber, bleibt gesund und euch allzeit gute Fahrt. Hasta la vista und bis bald. Euer Atze Gaming. Ciao.